Ortswechsel nach Parksteinhütten in der Oberpfalz. V200 507 rollt heran, um einen Holzzug nach Saalfeld zu bespannen. Die Holzzüge ab Parksteinhütten gehören zu den Stammleistungen der Erfurter Wohne. Lokführer Olaf Klimt ist von seiner V200 begeistert. Und die haben ja mal gesagt, das wäre ein Kraftpaket. Kann man das bestätigen? Das kann man bestätigen. Also, die ist nicht schnell, aber kraftvoll. Habt ihr mal gesagt, da kannst du alles dranhängen? Den ganzen Bahnhof. Den ganzen Bahnhof. Ja, die... Wenn die einmal rollt, dann rollt die und die wird dann langsam und die beißt sich bei einer bestimmten Geschwindigkeit fest und dann will die. Macht das jetzt mehr Spaß, um alte diese Lok zu fahren oder unter die neuen Lichter? Was kann man da so sagen? Also ich bin hauptsächlich in der Firma wegen den alten Dieselloks. Ja, ich habe viele Arbeitskollegen. Wenn ich da mal irgendwo durch die Heimat durchfahre und die sind zufällig mal da und die wollen dann auch immer schneller mal hoch und darf ich denn mal. Wir haben alle so ein bisschen Sehnsucht danach. Ich bin ja auch eine Zeit lang Nahverkehr gefahren. Ich sage immer hier die grünen Brotkisten von der Südthüringenbahn. Da macht das hier schon mehr Spaß. Es ist auch ein bisschen anspruchsvoller. Jo, und der Olaf hier hinten in der Ladestraße. Wir sind noch mal so weit fertig mit Bremsen. Wir würden mal vorkommen, zuschließen. Du musst vorne nicht aufmachen. Das reicht genau zwischen Signal und Weiche. Rund 1500 Tonnen hängen am Haken. Das reicht für ordentliche Klänge, die wir gleich hören werden. Alles hinterher. Ich gucke immer vorsichtshalber noch mal raus. Gerade wenn man startet. Recht schnell rauscht der Zug über die Gleise. Deutlich langsamer ist der alte Fendt-Trecker. Ja, da bin
bin ich mit der Guten hier die Frankenmaikrampe mal hochgefahren. Mit 170, 180 Tonnen Überlast. Das war so am Winterende, da hat man so auf der stehhaften Schiene gelesen. Ja, da hat sie ein wenig abgebaut mit dem Tempo. Hat es mir trotz kühleren Temperaturen, ich weiß auf die Stunde gegeben, weil hier die grüne Lampe, die mir anzeigt, dass sie schleudern will, doch öfter mal kam. Aber bei 20 km/h hat die sich festgebissen und ist den Berg da hochmarschiert. Er hat gesagt, ich will da jetzt rüber. Die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h wird nicht ganz erreicht. Das ist halt immer ärgerlich, gell? Wenn du denkst, du bist gerade mal so ein bisschen in Schwung, dass du irgendwo ausgebremst wirst, genau. Der neue Motor arbeitet zuverlässig. Die Geräuschkulisse ist immens. Und wieder muss beschleunigt werden. Lauschen wir den Klängen. So, ich werde mir jetzt mal einen Kaffee genehmigen. Einen kalten Eine Steigung fordert Leistung. Die Steuerung liegt auf der höchsten Fahrstufe 15. Mehr ist nicht drin. Lokführer Olaf Klimt bleibt entspannt. Er weiß, was seine Maschine kann.